Problem der anderen. Lelele, warum kämpfe ich eigentlich alleine? So ein Bullshit. Okay. Zum Glück hatte ich den Jungen so lange. So, ohne jetzt zu kämpfen, direkt zu den Zombies. Ach ja, und dann denken, dieses schreckliche Zauber wieder umzuändern. Nein! Oh. Du blöde Sau. Okay, warte. Wie soll ich das schaffen? Are you fucking kidding me? Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Töte ihn. Töte ihn. Tötet euch gegenseitig. Okay, bleibt stehen. Oh, ich habe eine Stufe bekommen. So kann man es schaffen. Wie kann man es sonst schaffen? Aber okay, so geht's auch. Vielleicht sollte ich doch hier mal den auch hoch machen. Ich will irgendwie nicht. Ach komm. Hey du! Warum war jetzt plötzlich wieder ein anderes Zauber? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wirklich? Fickt euch. Scheiß Falle. Wie geht das überhaupt? Wie geht das überhaupt? So. Warte mal, ich krieg nichts. What? What? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Oh, ich kann ihn trotzdem treffen. Immer noch kein Beutel. Ah, ja, ist ja gut jetzt. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann dieses Viech nicht treffen. Muss ich vielleicht doch erst in die Höhle? Ja, mit Combo geht's auch nicht weit. Ich kann das Viech nicht treffen. Das ist ja voll blöd. Oh ja, das liebe ich auch, wenn's so jetzt gerade so danach riecht. Finde ich auch sehr toll. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Oh, ich krieg zwei, ich krieg zwei, ich krieg zwei. Also ich kann die umbringen jetzt. So ist das nicht, die Zombies. Aber es bringt nicht viel. Nein, ich möchte nicht beten. Ich bete viel zu viel. Thunderbird. Thunderbird in the sky. Was ist das? Das ist Thunderbird. Er wird uns retten. Thunderbird. Verschlossen. Kann ich raus? Nein. Ja, okay. Dann verpasse ich gerade. Also, dann finde ich gerade etwas nicht. Wow, bin ich stark geworden. Ich finde mich. Oh, guck mal, neuer Gegner. Ah. Das ist voll gemein. Er ist betört und hier ist noch eine Tür. Hätte ich mir auch sagen können. Wow. Das machen wir aber hier. Es ist viel strategischer. Bei dem Jungen ist es nur raufhauen. Gebt mir endlich meine Blutdingens. Ich hasse dich, dass du nicht gestorben bist. Ich hasse dich dafür. Weh, du gibst mir jetzt nichts Gutes. Ah, eine Falle. Das ist nicht gut. Aber wenigstens okay. I am okay. Ah, das ist nicht so okay. Aber kann ich verkaufen. Ich benutze Items einfach nicht so. Wow. Ja, komm hier. Du töte ich mal. Du töte ich mal. In 2004 nehme ich mir vor, einen Deutschkurs zu belegen. Du, du, du.
Möchte ich beten? Nein. Walnuss. Oh oh. Oh oh. Ist schon Endgegner? Aber ich war noch bei den anderen noch nicht. Ich habe den noch nicht besiegt. Muss ich da auch nochmal zurückgehen? Ich weiß gar nicht, ob ich das früher alles gemacht habe, vor 10 Jahren. Vor so langer, langer Zeit. Ups, 2004 habe ich gesagt. 14. Und ich muss, ja wie gesagt, Deutschkurs. Da lernt man auch die 10 auszusprechen. Mach mich nicht fertig, nur weil ich es nicht so gut sprechen kann. Okay. Warum ist da so ein Teil? Huch, ein Feuer. Da war ein Mana-Geist drin gefangen. Oh, Captain Obvious mal wieder. Hurra, ich bin frei. Ich bin wie Vesuvio, ein Feuergeist. Du hast also den Metallball zerstört. Heißen Dank. Ich muss mir irgendwie erkenntlich zeigen. Schließlich verdanke ich dir meine Freiheit. Wenn du mir Hilfe brauchst, ruf mich einfach. Ich mache den Monstern dann ordentlich Feuer unterm Hintern. Danke, Vesuvio. Yay, der Feuergeist Vesuvio schließt sich dir an. Warum... Ach, lass mich dir reingucken. Warum? Ganz ehrlich, würdet ihr einen Sarg in einem komischen alten Hotel finden? Würdet ihr doch reingucken? Ich verstehe das nicht. Ist das eigentlich stärker? Ich weiß es gar nicht. Na komm. Ich will meinen... Oh, Level up! Wuhu! Ich bin besser im Bogen geworden. Mhm, jetzt kann ich bei Hunger Games mitmachen. Ah, Sternkraut, Sternkraut, Sternkraut. Warte mal, von wo komme ich? Von oben. Okay, schon gut. Düdelü. Wow. Wow. Wow, ihr lasst überhaupt kein Blut. Ja, draußen, das zeigt mir auch gerade. Oh nein, eins. Ah, okay, komm. Einfach nur, weil ich es töten wollte. Weil es vielleicht ja was fallen lässt. Siehst du? Ah, letzte Zeit viel zu viele Fallen. Oh nein, ein Steinquader fällt auf mich rauf. Aber dafür habe ich faules Fleisch gefunden. Yay! Oh, der kann mich auch bespucken. Also, der kann das auch, was ich mache. Blöder Nachmacher. Was habt ihr denn gemacht zum 0 Uhr? Als 0 Uhr war. Dili, dili, dili. Gucken uns gleich mal an. Wir gucken uns jetzt mal das Memo an. Zu unseren Mana-Geistern. Nein, wo ist Vesuvio? Da, Feuermagie. Kraftspender verdoppelt Schaden von Angriffen. Angriffsmagie. Kraftspender hört sich gut an. Vesuvius verursacht Feuerschaden und manchmal Brandstatus. Obwohl Licht natürlich besser ist. Gerade, dass es keinen Schnellzugang dazu gibt, verstehe ich nicht. Ich sag's nochmal, Harvest Moon auf dem GBA hatte alles Schnellzugang. Es war so leicht und so gut. Das war perfekte Steuerung. Perfekte nicht, aber sehr leichte und sehr intuitive und sehr gute. Und hier wird Select sonst gar nicht gebraucht. Und ich kann auch sonst nichts machen. Naja. Das ist schön. Du warst online. Ein Online-Feuerwerk. Why not? So. Jetzt können wir den, glaube ich, hier oben umbringen. Na.
Ja, war klar. Toad, Toad, Toadward, Toadward. Ja, ich habe auch alles dann gesehen rundherum. Das ist ganz lustig. What? Noch eine Stufe. I like. Aber immer bringe ich die noch um. Ich werde die Stufe schön benutzen für was anderes. Wollen wir mal Kraftspender ausprobieren, wie viel das macht? Yay, yay, yay! So, kommt mal, Gegner, kommt mal. Oh, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wow, ich mache schon zwei ab. Geht doch, blöde Sau. Ja, ich habe noch Angriff plus. Zwei auf einmal und die Federn fliegen. So, okay. Gehen wir zuerst hier rein, natürlich. Ah ja, du noch. Bitteschön. Was? Ich habe Stärke plus. Ah, nee, doch nicht, habe ich nicht. Hält nicht so lang. Aber dafür finden wir jetzt noch Vogelfleisch. Na dann. Finden wir halt Vogelfleisch, wenn wir ihn umbringen. Weisheit ist für die erste. Ich weiß es auch nicht. Ein bisschen. Ach, MP ist immer gut. Ich glaube, ich mache hier noch einen. Weil angreifen. 11, 12, 11, 11. Ach, ich mache noch einen Dieb. Ich finde, Dieb ist ein guter Zwischen. Ein gutes Zwischending. Ah! Ja, das war aber nichts. Bleib mal da stehen. Brennt doch. Nein, das wollte ich nicht. Dammit. Oh Mann. Magie ist echt anstrengend. Oh, geil. 0 mal 0 macht 0. Ich muss jetzt beides treffen. Ich meditiere mal, während wir uns diesen Zombie angucken. Nichts. Nichts. What? What? Wieso nicht? Na, was ich schade finde, das kann ich euch so, kann ich sagen zu Silvester. Ich finde es halt sofort saufen finde ich blöd. Das macht man jedes Wochenende. Weiß nicht. Stehe ich zu. Ich finde das total dämlich, schon um 20 Uhr anfangen zu saufen. Das ist nichts Besonderes. Da kannst du nicht sagen, oh, ich freue mich auf Silvester. Du freust dich auf Saufen und nicht auf Silvester. Silvester ist was ganz was anderes. Du feierst nicht Silvester. Wow. Jo, dann gehen wir mal in die Mitte. Gucken da. Da geht's runter. Aha, genau wie beim anderen. Eieiei. Okay, auf dem Gameboy ist natürlich alles ein bisschen einfacher, sagen wir mal so. Aber kann ich nur empfehlen eigentlich. Also wenn ihr Bock habt auf so Retro, auf dem Gameboy-Spiel. Dann spielt Mystic Quest ruhig mal. Also. Oder das hier halt. Aber wenn ihr lieber so rumlauft wie bei Zelda, ist ein ziemlich gutes Spiel und macht Spaß. Ne? Amöbenfleisch. Geil. Geil. Ich frage mich ja immer, warum man das erst finden muss. Gib mir doch einfach alles. Ich meine, er gibt 100, das ist viel, aber das ist jetzt nicht mehr viel. Ich will eigentlich die Quest gerne noch abschließen, obwohl die Quests sind nirgends irgendwie vermerkt, ne? Eine war ja auch eine Quest, die man machen musste. Oh nee, ich habe nicht genug für euch. Sorry. Ich meine, ich kann.
Nein! Greift er mich denn mit den Rippen an? Das ist schon seltsam. Ihr seid alle doof. Ich hasse euch alle. Ist da oben noch was? Ich habe das Gefühl, wenn ich alle besiege, dann passiert irgendwas Gutes. Warte mal. Es könnte aber gut sein, dass hier er mehr angreift. Ja, okay. Betört! Ja, während du betört rumläufst, werde ich mich mal aufladen. Das stimmt auch wieder. Amöbenfleisch ist total wichtig. Für die Psyche. Keine Ahnung. So, bevor die jetzt wiederkommen, nochmal heilen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal viel auf Intelligenz gehen, damit ich schnell wieder mich ducken kann hier und so. Aber wie gesagt, macht wirklich viel aus. Jetzt kann ich so kämpfen. Schöner wäre es halt, dass es wirklich, auch wenn auch langsam, beim Kämpfen sich die MP auch wieder aufladen. Dann wird man beides machen. Hier so jetzt kämpfen. Und dann, wenn die anderen Gegner kommen, wie der da. Was hat der denn gemacht? Hilfe. Dann macht man das. Oh, Stufe. Cool. Meine Fresse, geht das jetzt schnell. Am Anfang gar nichts. Und jetzt? Ja, ich mach das. Nochmal Magier. Falls nämlich irgendwas kommt. Und ich möchte dem Endgegner hier schön eine Aus... schön fertig machen. Wow, Dreier-Kombo! Guck mal, was ich eben mit deinen Freunden gemacht habe. Das waren nicht meine Freunde, die waren alle doof. Die haben mich gemobbt. Danke fürs Töten. Ah. Scheiß Fall, die habe ich nie gemocht. Ich habe es auch nie verstanden, was das sollte. Aber zum Glück ist das ist ziemlich einfach mit ihr. Blüm, heilen und dann einfach mal so. Huh, fertig. Okay, Amöbenfleisch will ich eigentlich gar nicht mehr. Ich will dein Blut. Dein Blut will ich haben. Oder besser gesagt, nee. Das ist ja Blut von anderen. Im Blutbeutel hast du ja Blut von... Warte mal, du hast ja ein Blut von anderen. Das kann ja von jedem sein. Ich will das gar nicht haben. Es könnte AIDS sein oder so. Ugh. Ah, fuck. Ich hätte zuerst nach links gehen sollen. War klar. War so klar. Was zum... Sie scheinen doch am Leben zu sein. Schlafen Sie? Warum sehen Sie alle gleich aus? Das sind ja alles Frauen des Mana-Volkes. Was? Sie sind scheinbar überall Mana-Volk, Leute. Überrascht? Hier schlafen diejenigen, die den Grafen nicht in den Kram gepasst haben. Was soll das heißen? Warum bin ich nicht zuerst nach links gegangen? Du, meine Hübsche, bist die letzte Brautkandidatin. Du bist nur etwas früh dran. Wie der Graf! Bist du wahnsinnig? Was hast du mit diesen Mana-Frauen gemacht? Dass sie dem Mana-Volk angehören. Bring dieses Mädchen zum Grafen. Hä? Was willst du denn? Ich habe Besseres zu tun. Ha, na gut, bringen wir es hinter uns. Es war also ein böser Geist. Treffe ich ihn überhaupt? Okay. Ich dachte, Werwölfe und Vampire wären sich Spinnefeind oder so. Oh! Ich mache überhaupt keinen richtigen Schaden. Soll ich verlieren? Damit der Mann mich wieder retten kann? Nein, ich bin nicht voll in Sicherheit hier. Oh, epische Musik. Nein, nicht die Frau. Oh nein. Was soll ich bloß tun? Soll ich Feuer rausnehmen? Ich könnte dich auch mit Feuer angreifen, aber warum? Du bist so dumm. Komm her.
Dummheit. Lauf in meine Pfeile. Du bist ja nicht mal der Endgegner. Hör doch mal auf. Du greifst mich nicht mal an. Was bist du denn für ein Idiot? Ich bin nur ein Butler. Ich bin aus England. Erwarte nicht so viel von mir. Ah, unmöglich. Ich hab doch mein Bestes gegeben. Ah, diesmal hast du gewonnen. Ja, diesmal hätte jeder gewonnen. Und dieses Gespenst, ist es dasselbe, das ich im Wald gesehen habe? Im Wald? Das war draußen, es waren ein paar Schritte vorne. Ich frage mich, warum jeder will, dass ich den Grafen treffe. Weil er geil ist. Ah, du trinkst mit deinen Eltern. Ja, aber ich habe auch mal einen Schluck Sekt habe ich genommen. Aber dieses Gespenst war gar nicht gruselig. Es schien sogar nett zu sein. Ach, jetzt plötzlich. Wie auch immer, ich muss den Herrn dieses Schlosses, den Grafen, finden. Oh, ich nehme dir deine Energie raus. Oh, ich fühle mich plötzlich so stark. Ich gehe raus. War voll schwer, der Gegner und so. Ah, okay. Ihr wollt's also wieder wissen. Geben die viel Erfahrung oder so? Sollen wir gleich mal nachgucken? Oh, sehr gut. Kommt, geht zusammen! Jetzt bist du... Oh, das war ja, hat sich ja richtig gelohnt. Jetzt muss ich erstmal wieder weinen oder pinkeln oder was auch immer Frauen machen, wenn sie sich hinknien. Mir doch egal. So, ich brauche 14, glaube ich. Nee, 12. Ich tue dir doch gar nichts. Hilfe, Hilfe, eine verrückte Frau versucht mich zu töten. Hilfe. Du komm schon. Da kann ich nichts nehmen, wenn du was fallen lässt. Das kann nicht wahr sein. Hilfe, Hilfe. Hier, guck mal. Ja, komm. Hm, rieche ich nicht gut. Ich glaube, den Jungen würden sie eher angreifen wollen, weil der Junge hat mehr Fleisch am Zeigen tun. Ja, okay. Bonbon nur! Rage! Ich guck gleich mal wegen Erfahrung. Yay! Ich bin besser geworden. Ach, irgendwie gefällt mir das. Dann treffen sie mich wieder, wenigstens nicht. I am the best. Around. Nothing can. Oh, überall eine Falle. Ja, komm, mach. Mir egal. Ja, mach. Mir egal. Hau mich doch. Für Sternenkraut. Mir doch egal. Dann werde ich halt hier so machen. Nein. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber es macht mir Angst. Achso, ich kann hier nichts tun. Ah, shit, ich kann hier nichts tun. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz nach. 101 besiegt. Warte mal, muss ich 99 besiegen? Waren das doch nicht 100? 99 sind... Ich glaube, man musste 99 besiegen. Deshalb habe ich damals auch nur den goldenen Pogo-Puschel gemacht. Da steht nicht viel Erfahrung gegeben. Ah, ist ja scheiße. Der kann nur hören... Riechen und hören? Okay. Muss man sich merken hier, was die abkönnen, was sie nicht abkönnen. Vogel kann sehen, sonst kann ein Vogel gar nichts. Warte ganz kurz. Mein Mikro wieder hier. So, und dann haben wir das. 91, so nah. Gehört zu der Vogelart. Nicht wirklich, aber okay. Ist in Ordnung. Eine Flottermaus ist halt ein Vogel. Ihr habt doch einen Vogel. Haha. Amöben riechen, auch gut zu wissen. Und das... Ah, okay. Ratten und Hamster sind Humanoide. Die können riechen und sehen. Okay. Aber irgendwie bringen wir das überhaupt nicht. Es steht gar nicht, was sie fallen lassen, wie viel Erfahrung sie geben. Also so gesehen sind diese Daten nicht wirklich... Naja... Oh, sein Sinn ist Sinneswahrnehmung, Leben und Hören. Mein Sinn ist auch Leben.
Ja, ich weiß, sie wollen mich aussaugen. Ich verstehe das ja. Aber wie gesagt, auch da wartet man lieber auf Stud. Jetzt bin ich wieder oben. Warum gibt ihr... Ihr seid Vampir-Fledermäuse in einer Vampir-Dingenskirchen. Warum gibt ihr mir keine Blut-Dingenskirchen? Dingenskirchen. Ich habe wirklich 10 Leute... Oder sind die alle raus? 10 Leute, die zugucken. Ja, komm raus. Komm, komm mal. Leben. Lecker Leben. Oh, Was machst du? Lecker Leben. Warum dreht er sich um? Das ist wie eine Disco. Du kriegst eine rein, also machst du, was willst du? Und haut der andere dir eine rein und du drehst dich einfach um und gehst. Als ob nichts gewesen wäre. Eine Walnuss auf und aber schön wieder auf den Kopf her. Aua! Lasst mich doch mal meditieren. Ihr respektiert überhaupt nicht meine Einstellung zum Leben. Echt, Buddha sagt, deine Mutter. Fallen, 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 ich fall hin. Stacheln, komm aus der Truhe raus. Vielleicht hätte ich mich nicht so reinlehnen sollen. Ich will mehr Samen. Mehr Samen. Wir brauchen Samen. Ganz viele Samen. Samen. Warum sind hier keine Spinnen? Hier sind Spinnenweben, aber keine Spinnen. Stufe hoch, yay! Einmal abwarten. Pick dich. Erster oder zweiter? Wir gehen erstmal hier rein. Nochmal ihr. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf euch. Nö. Kriege ich eigentlich Erfahrung, auch wenn ich die Stufe nicht benutze? Wäre sonst unfair. Wie du plötzlich überhaupt nicht mehr schwer bist. Oh nein, ich wollte das gar nicht aufbrauchen. Nein. Okay. Oh, ich bin Magierin geworden. Feuer, Wasser, Wind und Erdmagieangriff hat sich um 5 erhöht. What the fuck? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Habe ich alles vergessen. Deshalb sollte man sich nur auf 1 spezialisieren. Ah, ja, ich habe einen Garten schon gefunden. Habe auch schon 3 Früchte. Ich habe aber keine Ahnung, was die Früchte machen. Das wollte ich noch ausprobieren. Oh, ihr habt Vögel im Wohnzimmer, im Esszimmer besser gesagt. Oder ist das ein Wohnzimmer? Ist ein Esszimmer. Im Salon. Wie auch immer Reiche das nennen. Ich mach die Vögel weg, keine Sorge. Ah, vielleicht gibt mir dieser Vogel ja Blut. Nein, gib mir Wolle. Warum auch immer. Oh, kann ich nicht den anbieten? Geh weg. Hau ihn doch einfach mit dem Pfeil in die Fresse. Guck mal, so habe ich den Butler besiegt. Stimmt, ihr müsst ihr alle hier aufräumen und sauber machen. Ihr Armen. Also ich kann nach oben gehen. Oh, aber das ist hier gut zum Farmen. Farmen. Wenn die überhaupt mal das fallen lassen würden. Achso, hier geht gar nicht runter. Das sieht so aus, oder? Hä? Das sieht doch aus. Mach das doch nicht, wenn da kein Weg ist. Ja, wenigstens kann ich noch ein bisschen meine Leiste erhöhen. Schuster, treib's mit deiner Leiste. Leiste ist der Name seiner Frau. Altdeutscher Name. Heißt so viel wie Schlampe. Oh, hallo. Warum auch immer hier ein Mana-Göttin-Statue stehen hat. Werden wir wohl niemals rausfinden. Ich könnte jetzt noch ein bisschen üben mit der Magie und so, aber was soll's. Nein, nicht Isabella.
Lee, was meinst du? Gefällt dir die neue Kandidatin? Oh, jetzt muss ich Graf Lee... Oh mein Gott, wie der aussieht. Schenke dem Butler keinen Glauben. Ich bin nicht auf der Suche nach einer Braut. Na, kein Grund, so misstrauisch auszusehen. Isabella? Und ihr müsst der Schlossherr der Graf sein, richtig? So ist es. Ich bin Graf Lee, der Schlossherr. Geh in Recht in der Annahme, dass du den Butler besiegt hast. Oh, der war so schwer. Oh, tut mir leid wegen des Butlers. Haben Sie meinen Opa getötet? Ja, der war im Weg. Tut mir leid. Tut mir leid wegen des Butlers, aber ich hatte keine Wahl. Ich will nur wissen, was hier vorgeht. Er ist plötzlich ein Werwolf geworden. Normal halt. Das passiert halt. Das passiert öfter bei mir im Leben. Ich bin ein Mavola aus der Unterwelt von Mavolia. Na, na. Ich war allerdings seit langem nicht mehr zu Hause. Und das ist eine gute Freundin von mir, Isabella. Wir kennen uns ja bereits. Ich kenne sie jetzt schon seit, wie viele Jahre sind's? Ich bin nicht sicher, wie lange es Menschenjahren ist. Ich werde Ihnen jetzt erklären, was es mit mir und meinen Gästen auf sich hat. Das sollte interessant werden. Endlich werde ich deine wahren Absichten kennenlernen. Ja. Wir haben alle Zeit der Welt, Isabella. Können wir uns später darüber unterhalten? Vergiss nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mit Nerd McNerd. Der Cosplayer des Jahres 2004. Warum sollte der Prinz von Mavolia sich mit Menschen abgeben? Außerdem ist derjenige, mit dem du das Versprechen gegeben hast, schon lange tot. Es kann noch am Leben sein, und selbst wenn er tot sein sollte, unser Versprechen lebt weiter. Der Prinz mag in dieser Welt einen Grafen mienen, aber er ist sentimentaler als je zuvor. Was denn jetzt? Isabella, ich kenne dich doch schon so gut. Ich mache mir Sorgen. Urk, wolltest du mich etwa auch in einen von den Särgen stecken, Lee? Oh, wie kann... Ja, es sind immer die, wo man es am wenigsten glaubt, ne? Die Nerds. Was habt ihr mit Isabella gemacht? Dich erwartet die totale Finsternis. Du bist adoptiert. Dich erwartet die totale Finsternis. Ja. Perfektes Timing. Start! Isabella, der Graf hat versucht. Lass mich raten. Du bist also derjenige, der Frauen in Särge stopft, hä? Huh? Oho, ein Hellseher, wie? Was? Das ist die einzige Möglichkeit. Er ging hier runter, hat die Leute in den Särgen gesehen und denkt sich, das wird wohl der Graf sein, weil du der Einzige gerade da bist. Das ist, braucht man kein Hellseher sein. Da kannst du auch bei Astro TV anrufen, da kriegst du die gleiche. Ah. Und sieh dich doch um, sie schlummern alle friedlich. Solange sie in meinem Schloss sind, sind sie in Sicherheit. Genau wie Isabella und jetzt dieses Mädchen. Ich kann sie alle beschützen. Wer hat euch das Recht dazu gegeben? Dieses Papier vom Bürgermeister unterschrieben. Ich habe einem Freund versprochen, dass ich die Frauen des Mana-Volks beschützen würde. Der Kreuzzug des Schattenherrschers ist die Schuld der Mavolen. Ich werde die Sache in Ordnung bringen. Wie könnt ihr es wagen, uns beschützen zu wollen? Was glaubt ihr denn, wie sich diese Frauen fühlen? Ja, ne? Schönheitsschlaf. Bis diese chaotische Welt ins Gleichgewicht gerät, werden sie schlafen. Und es wird ihnen nichts geschehen. Weil Wasser und Essen, das braucht ja keine. Das gilt auch für dich. Das ist doch totaler Irrsinn. Und wenn ich Gewalt anwenden muss, auch du wirst schlafen. Im Original war sie jetzt wirklich weg. Warte mal. Habt ihr gesehen, wie wenig das macht? 10? Es ist hell. Wie er plötzlich komisch aussieht. Okay, das macht aber nur 1. Ach, dammit. Dann mache ich lieber uns stärker. Mal gucken, ob wir uns stärker machen können.
Nein. Das ist jetzt scheiße. Mano. Hau doch mal, genau. Scheinbar müssen wir einfach nur ausweichen. Okay. Ah, sie saugen mir an den Haaren. Die habe ich gerade geputzt. Und so. Achso, ich habe keine Magie mehr. Soll ich die Walnuss benutzen? Ich denke mal, das soll ich sogar. Nom nom. Boah, da muss ich ja richtig viel Magie haben. Ich esse auch viele Walnüsse. Was ist denn das? Ja, komm her. Oh! Wenigstens zweimal getroffen. Oh! Nein! Du schaffst es! Wie du überhaupt keine Hilfe bist! Okay, ich muss kurz dementieren. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Du bist ja aber auch dumm. Okay, er kann ihn angreifen. Dann mach mal, ich heil dich. Ja, das machst du super. Danke für die Hilfe. Boah, im Original ist das so ein einfacher Kampf. Wie er runterkickt. Nein, du mach. Ach so, ich wurde runtergekickt. Na, komm jetzt. Oh. Und meine Superattacke ist auch noch nicht voll. Du bist überhaupt nicht gut oder so. Okay. Boah, ey. Was ein Kackkampf. Der Held ist nichts wert. Oh, wartet. Guckt mal, da haben wir plötzlich Münzen. Heilaura und Wiesel Flink. Ah. Kann man nur einen Kampf auswählen, weil, ne? So. So, Heilung. Warum den anderen wiederbeleben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, pass doch ein bisschen auf. Ich treffe nicht mal. Oh, du kämpfst schon. Danke. Ich werde jetzt uns um die Heilung kümmern. Dann kämpf du mal. Komm. Boah, okay. Der ist so doof, ey. Nein! Nein! Und die Superattacke auch noch verschwendet. Ach nee, ich habe aber nicht getroffen, deshalb. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mit der Superattacke fertig gemacht. Ah. Ist der, also der Mitstreiter sind hier zu nichts zu gebrauchen. Oh nein, ich bin so doof. Oh nein, wenn ich sage, er soll wegbleiben, kämpft er gar nicht. Wenn ich sage, er soll hingehen, lässt er sich zerschnetzeln. Lass Isabella frei und die anderen auch. Das muss ich jetzt sagen, weil ich der Typ bin. Gib nicht den Grafen die Schuld. Ich war es, der ihn darum gebeten hat, die Frauen des Mana-Volks vor den Ketzerjägern zu schützen. Lord Granz! Wie habt ihr... Na, Stud? Ich erinnere mich noch daran, als du... Jetzt keine Schweinereien ausplaudern!
dieser Geist, den ich gesehen habe, das war Lord Granz? Granz, wie bist du hierher gekommen? Du warst die ganze Zeit am Leben? Oder ist dies wirklich dein Geist? Soll es heißen, ihr kennt euch? Wir sind die besten Freunde. Wir sind zusammen in einer Dungeon and Dragons Verein. Mir fiel jetzt nichts ein, muss ich zugeben. Das war jetzt ein bisschen traurig. Alles tue ich nur seinetwegen. Er hat mich geschlagen mit einem Würfelwurf. Lord Granz, habt ihr ihn wirklich darum gebeten? Selbst wenn ihr es nur, wenn ihr sie nur beschützen wolltet, wie konntet ihr nur? Es tut mir leid, aber es gab keine andere Möglichkeit. Du musst am Leben bleiben. Es gibt einen Grund, aus dem du nicht sterben darfst. Jetzt weck doch alle anderen und dann fertig. Ja, was zerfleische, hallo. Weck die anderen, dann habt ihr es. Es gibt einen Grund, aus dem du nicht sterben darfst. Was auch geschieht, du musst leben. Stud, beschütze sie. Und dann solltet ihr dieses Schloss schnellstmöglichst verlassen. Die Herrscher des Schattenherrschers sind in der Gegend. Im wachen Zustand seid ihr nicht sicher. Ach, die gehen nicht darunter, sehen die Mana-Frauen und zerstückeln sie einfach. Es macht doch keinen Sinn. Frohes Neues! Frohes Neues! Was ist mit Isabella? Mach dir keine Sorgen. Sie wird bald erwachen. Lord Granz, also seid ihr noch am Leben? Oder ist das wirklich euer... Oh mein Gott, er hängt raus. Kümmer dich nicht um mich. Ihr müsst los. Die imperialen Soldaten können jeden Moment hier sein. Ihr solltet euch auf eurem Weg nach Wendel in der Modergrotte mit dem Wassergeist anfreunden. Euer Feuergeist kann das Steinsiegel am Eingang brechen. Der Wassergeist in der Modergrotte, kapiert. Das hat Isabelle nicht schon gesagt. Danke, Lord Granz und Graf Lee. Lass uns gehen, Gade. Passt auf euch auf. Machen wir. Wie Sex mit einem Geist wohl so ist? Sie werden gejagt, Granz. Vielleicht hätten sie sich besser eine Weile im Avolia versteckt. Nein, sie müssen ihren eigenen Weg gehen. Sie müssen Vertrauen in ihre eigene Kraft sammeln. Na, ist was Wahres dran. So wie ich Vertrauen in meine Würfel habe. Bei der Macht der Karten. Warte, das war was anderes. Verdammt. Dude. Hat er gerade was gedrückt? Lee, warum weinst du? Ist es die Erinnerung an Medusa? Lass mich deinen Schmerz mit dir teilen. In der Uncut-Version geht's jetzt noch weiter. Da spielen sie dann Munchkin. Dieses Gefühl ist genau wie damals, bloß dass er vorne läuft. Ich darf einfach nicht dran denken. Wir können hier Gras wegschneiden. Ja, da sich wieder was verstaucht. Du kannst ihn auch heilen jetzt. Ich hab's doch gewusst, du bist dieselbe Gate, die damals auf unserem Landsitz war. Wirklich? Du wusstest den Namen. Was bin ich froh, dich wiederzusehen. Stud, es tut mir ja so leid. Es ist meine Schuld, dass deine Eltern... Das ist lächerlich. Es war die Ratte von Schattenherrscher, der meine Eltern getötet hat. Ich muss mich entschuldigen. Ich hatte meiner Mutter versprochen, dich zu beschützen. Du hast mich nicht? Wenn ich nicht dort gewesen wäre, wäre niemand ums Leben gekommen. Deine Eltern... Ich werde meine Wut auf den Schattenherrscher nie vergessen, aber jetzt, wo ich weiß, dass du noch lebst, kann ich meine schmerzliche Vergangenheit abstreifen. Wie ein... Kopf hoch, Geld. Du kannst mir wirklich vergeben. Ich danke dir. Halt dich zurück. Dann lass uns nach Wendel gehen. Da kam einer aus dem Ei raus. Guck mal, hier zum Beispiel brauche ich ihn wieder ganz vorne. Ach, ich weiß auch nicht. Ich muss mal gucken, wie ich den einstelle.
Gucken wir jetzt erstmal, habe ich genug Samen eingesammelt? Nein, irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe auch noch gar keinen Beutel. Gucken wir mal. Ja, ich möchte ein Kaktushaus sprießen lassen. Moin, ich rede mal nicht mit dir, weil du mich nervst. Watz ist ja auch noch nicht da. Ich weiß gar nicht, wann er kommt. 85 oder 14. Oh nein, ich habe nicht genug Samen. Wieso? Bin ich dir zu peinlich? Ja. Pff, fick dich. Ich schreibe meine Gedanken auf. Juhu, ich bin bei Tumblr. Warte, kurz. Ach, nichts auffallen hier? Nichts zum Auffallen hier? Dann bete ich halt zu der kopflosen Göttin. Ich hätte eigentlich ja den komischen Käfer ein paar Mal noch besiegen müssen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Sumpf. Einfach mal gucken, was da so ist. Ich habe dann damals auch nie die Musik ausgemacht, weil ich das so toll fand. Die Musik meine ich jetzt. Hau mal weg die Scheiße. Danke, ich mach den Vogel. Oder auch nicht. Oh, Vogel. Vogel. Hier, angreifen. Boah, warum habt ihr es nicht übernommen, dass man bei Secret of Mana kann man den Leuten sagen, greif an. Also was sie angreifen sollen. Greif an! No, du hast nicht mal getroffen! Dankeschön. Oh, guck mal. Die Pilze drehen sich. Warum auch immer. Yay, okay. Wie spät ist es schon? Was? What the fuck? Das ging schnell. Ich gehe einfach in den Echsensumpf. Weil ich verrückt bin und ich auch höre, was andere sagen. Ich krieg sowieso noch andere Leute, glaube ich. Oder? Ja. Also auf jeden Fall hat man sonst eigentlich das... Ah nee, in dem Spiel, glaube ich, kriegt man nur den anderen Charakter. Ich bin mir nicht mehr sicher, muss ich zugeben. Oh, nerv doch jetzt nicht. Dankeschön. Du auch, Stud. Du auch. Oh, wie die fallen. Es gibt ja nicht mal einen Glückswert. Also so gesehen kann ich nicht mal machen, dass es weniger Fallen gibt. Sehr seltsam. Echsensumpf. Ah, wie cute. Die sind super gefährlich. Einzige Gegner, mich wirklich sehr, sehr fast mal getötet hat bei Secret of Mana. Naja, und... Ein Gegner dahinter. Du bist so eine Hilfe. Danke nochmal. Ich mach dann hier mal alles. Oh. Erstmal hier die Falle aktivieren. Ich wusste es. Achso, die Story ist, hier, die Hauptheldin, die wurde ihr Dorf alles kaputt gehauen und jetzt geht er ab. Dann ist sie geflohen, dann ging sie zu ihm hier und dann mussten sie auch fliehen, weil sie gesucht wurde und dann wurden aber alle getötet von denen. Und jetzt haben sie sich 10 Jahre später wieder getroffen und sagen sich, jetzt müssen wir was tun, weil der Schattenherrscher zu viel Macht bekommt und hinter allen Mana-Leuten her ist und die wissen nicht warum. Und jetzt sollen wir nach Wendel, weil da ist ein Weiser und, oh, ich brauche die Stufe gar nicht. Okay. Gebe ich mir trotzdem, was soll's. Oder soll ich noch ein bisschen warten und ein bisschen Magie? Nee, warte, ich mach das anders. Und, ja. Jetzt haben wir eben Vampir besiegt, der eigentlich uns retten sollte, aber nicht wirklich gemacht hat. Oh, ich vorbei. Ich habe vorbeigeschossen und dann... Wie jetzt auch. Weil ich so toll bin. Boah. Ich nehme mir
den Feuer. Das hätten sie wirklich machen können, dass es leichter ist zu wechseln. Aber okay. Schade drum. Ich will da hoch. Hallo, frohes Neues. Ach so, dann kriegt man auch Erfahrung. Okay, aber dann kämpfe ich doch lieber gegen Gegner. Hat den gleichen Effekt, aber man kriegt Erfahrung. Ja komm, wir machen uns nochmal stark vorher, bevor ich jetzt Level höher mache. Oder ich mache mich halt stark und dich nicht, mir doch egal. Aber sowas, ich weiß, sowas nutzt man aus. Ich kenne das auch, weil es ja im Spiel ist. Aber dann wiederum macht man sich das Spiel auch ein bisschen kaputt dadurch. So, noch mehr Magie jetzt oder noch mehr Angriff? Tja, ich würde mal sagen, Abwehr wäre auch mal wieder ganz gut. Obwohl, ich bin jetzt ziemlich gut in der Magie geworden. Ich mach mal Dieb auf 5. Nö, habe auch nichts bekommen. Wow! Da ist eine Höhle. Hä? Wie kommt man da rüber? Warte. Oh nein! Ach, lass uns einfach in die Höhle reingehen. Gucken, was da in der Höhle ist. Wir müssen ja sowieso noch mal hin. Finde ich toll, dass es sowas gibt. Ach so! Musste ich hier hin? Mist, das wollte ich jetzt nicht. Ich sollte doch nach Wendel. Ist das hier optional? Hau weg. Oh, wie sie sich dreht. Süß. Oh, die Musik macht ist so toll. Das erinnert mich so. Wuhu! Guck mal! Guck mal, was ich kann! Ja, ja. Blinkkraut gefunden. Ja, Link bist du jetzt nicht gerade. Duftblume. Also ist doch gut, alles abzuhauen. Bloß das hohe Gras nicht. Das hohe Gras darf man nicht abmachen. Das ist unter Naturschutz. Und es wäre assig. So, und bevor sie jetzt wieder zaubert. Engelskelch, den brauchte ich auch jetzt. Achtung, ist bestimmt giftig. Feuer! Er ist ein Level höher. Achso, schon gut. Hat sich erledigt. Kleinen Samen. Ja, auch die Kleinen haben Samen. Ne, warte. Auch Kleine brauchen Samen. Mach mal, ich habe nur Feuer. Und so viel Feuer habe ich nicht. Aber dafür habe ich Feuer. Und plötzlich, ja. Schön scheiße sein und dann wieder zu den Mann wieder ankommen, ne? Oh, Hilfe, Mann! Oh, ich kann alleine nichts tun! Spring runter. Spring runter, Bitch. Sie will da nicht runterspringen. Ist hier zu gefährlich. Komm mal hierher, ich brauch dich. Komm mal hierher, ich brauch dich. Komm mal hierher, ich brauch... Ich kann ja nicht Rasen mähen. Ich hab noch nichts Scharfes. Blinkkraut. Das ist total wichtig. Ich habe keine Ahnung wofür, aber das gucken wir gleich nach. So, komm. Hä? Doch runter? Oder wartet, ich bin verwirrt. Ach, doch runter. Uah! Jo, schaffe ich auch so. Wieso wurdest du gerade getroffen? Warum wurde die Schnecke gerade getroffen?
Aua. Stirb. Dankeschön. Du auch. So viel kannst du auch nicht mehr haben. Ja, dann machen wir jetzt halt langsam. Ich bewerf dich jetzt mit Watte, bis du blutest. Sehr gut. Sie vollfressen dabei deinen Stream. Das ist traurig. Das ist das Beste. Nein, ist verschwunden. Ich habe auf den Stream... Ich habe nicht drauf geachtet. Aber danke für das Lob. Aua. Danke. Er hat ganz ruhig, ganz ruhig. Was sie wohl fallen gelassen hat. Wenigstens keine Fallen. Vollfressen. Ja, ich habe leider nichts mehr. Aber ich habe auch vorhin erst gegessen. Also so gesehen. Wow, hi. Modergrotte. Hier wollen wir einen neuen Zauber, oder? Jo, Wasser brauchen wir, glaube ich. Ah! Ist so schön. Man erinnert sich an das Spiel, aber alles trotzdem neu und hat Spaß und fragt sich, ob überhaupt die anderen noch helfen. Ja, oben links passt ja noch was hin. Vielleicht kommt ja dann die anderen Charaktere auch noch. Duftblume. Ihr meint es ja auch hier, ne? Silvester und so. Blinkkraut. Müsst ihr es so lange anzeigen? Ja, ist in Ordnung. Ja, danke. Kannst dich auch wieder bewegen. Wie bei Link. Dün, 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 dün. Ja, toll. Du hast einen Rubin gefunden. Toll, freu dich. Ovaler Samen. Oh, shit. Soll ich da lieber nachgucken? Ich weiß nicht, was die ganzen Sachen machen. Und ausprobieren, da habe ich überhaupt nicht mehr so viel Bock drauf heutzutage. Sammeln ist nicht so das Problem, aber ausprobieren. Niau, niau, darüber komme ich nicht. Aber ich könnte ihn trotzdem besiegen. Aber mache ich nicht, weil wenn er was fallen lässt, bin ich sauer. Weil ich nicht hinkomme. Was ist das? Das sieht aus wie Würmer oder so. Weg damit. Komm runter. Komm hier lang. Komm hier lang. Ja, danke. Hast du gut gemacht. Du nicht. Shit, wir brauchen eine andere Waffe. Ach, wird schon. Und diese Viecher entwickeln sich zu so komischen Echsen, die immer lächeln, aber in Wirklichkeit das Böse in Person sind. Ich gucke jetzt erstmal nach, was diese Sachen machen, ob sich das lohnt. Aber eigentlich müsste sich doch alles lohnen, oder? Ah, oh, wie süß, ich bin wieder klein. Ah, guck mal, ist das ein Fetisch von dir? Komm her. Du kannst mir jetzt in die Tasche tun, wie bei diesem hässlichen Lied. So, wir gucken mal. Da gibt's was Neues. Seltsame Objekte. Blinkkraut lockt Gegner, die sehen an. Und Duftblume lockt Gegner, die riechen an. Wollen wir es mal probieren? So, warte, immer. Ja, nein, ich dachte, jetzt kommen Pflanzen. Aber ich weiß nicht, was die Gegner machen. Jetzt muss ich nachgucken. Da, die hören und sehen. Beides. Da wird ja was hier. Sehen. Oh, guck mal, wie der ankommt. Da haben wohl die Programmierer gemerkt, dass sie irgendwie, dass da Fehler sind, haben sie gesagt, tu noch was rein für, dass es so aussieht, als ob wir es gewollt hätten. Komm her jetzt, Stat! Stat! Hast du zu viel getrunken? Nicht gut. Da ist die große Echse. Bleib da, Stat. Bleib da. Wuhu! Nicht mich aufessen! Nicht mich aufessen! Nicht mich aufessen! Stirb! 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 Du siehst so süß aus. Wieso gibt's von diesen eigentlich keine Merchandising? Gib mir was! Ja! Bestimmt was Tolles, super Tolles! Ich kann dir nicht helfen, Holländer! Trink einen Kaffee! Aquaria-Bürste. Büste.
Bürste. Eine Büste. Ich denke mal, die greift mit Wasser an. Also, denke ich mal.